Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ich bin heute beim Neidighof in Ebenbonga beim Pfister Hans. Grüß dich, Hans. Ja, grüß dich, Georg. Der singende Bergbauer ist so das Stichwort, was heute drüber steht. Darf ich kurz sagen, wie das Ganze entstanden ist? Beziehungsweise du hast ja von der Lise Fuchs, die Dirigentin in Salzburg, die auch bei uns als Botschafterin wirkt, das Video angeschaut, warst sehr, sehr begeistert. Und dann hast du für mich echt das Zauberwort gesagt, ich bin der singende Bergbauer. Und da war meine Bitte, Hans, darf ich ein Interview machen dazu? Singende Bergbauer, wie kommst du da dazu? Ja, also es freut mich, dass ich die Ehre habe, dass du mit mir ein Interview machen wirst. Erste Mal in meinem Leben. Und ich deine Listen anschaue, mit wem du schon geredet hast, von bis, und jetzt bin ich so einfach das Bergbeil, der so ab und zu singt, gern singt, kein Profi ist. Und du fragst mich dann, wieso bin ich aus dem Kämmer, wieso bin ich der singende Bergbauer? Ich habe vor 7, 8 Jahren einen Kurs gemacht in Goldegg mit der Katharina Lübeck und da wird halt jeder gefragt, was bist du? Und ich bin ein Bergbauer und habe mir Gäste daheim ein Ettler und ich singe halt gerne. Bei den Steuerhausigen singe ich mit den Viechern und mit den Gästen beim Lagerfeuer und ja, dann bist du der singende Bergbauer. Das war, seitdem habe ich den Namen. Ich singe sehr gern und ich spüre, wenn ich singe, wenn ich das hebt auch so mein Gefühl. Das glaubt man gar nicht, was da nachher für ein Wohlgefühl im Körper entsteht, wenn ich singe. Ich singe allein irgendwo, wo ich bin. Und so bin ich eben als singender Bergbauer. Wer ist die Katharina Lübeck, was du gesagt hast? Die Katharina Lübeck ist eine Opernsängerin aus Schweden. Und die macht diesen Kurs am Schloss Goldegg. Und da habe ich mich jetzt wieder angemeldet, am 19. März, Freitag auf die Nacht. Und dieser Kurs heißt die Zauberkraft des Singens. Und da brauchst du kein Profi sein, brauchst keine Noten kennen, es geht um die Stimmbildung einfach. Und was bewirkt das im Körper, wenn du singst, das werden die Selbstheilungskräfte mobilisiert und es löst so viel aus und so viel Glücksgefühl, Glückshormone. Und das zahlt sich aus, dass man da dabei ist. Die Gehirnforschung hat ja da einiges Erkenntnissen da dazu. Genau. Der Gerald Hütter, da haben wir auch ein bisschen was angeschaut und der sagt halt auch, die Stimme der Mutter erkennt das, wo die Mama redet, dann ist das nicht so die in Worten, sondern dieser Klang ist wie ein Gesang. Und wenn die Kinder, die Baby schreien und die Mama wird nervös, wird es viel besser, wenn sie singt, weil dieser Klang das Kind kennt von ihrer Mutterleib aus. Und ich kenne das auch bei meinen Viecher, das sage ich jetzt nur kurz, bei den Kier und bei den Schafel, wenn ein Kaiwal geboren wird. Wir haben Mutter geholt und dann kommt das Kaiwal zu der Mama dazu und die schlappert das auch und die hat einen Ton, also ganz einen eigenen Ton haben wir, weil dieses Käppchen, da beruhigt sie sich. Das ist ein Ton, was schon gehört hat im Mutterleib. Und so als Kinder haben alle Musikunterricht gehabt und bei den meisten, bei mir war es zum Beispiel so, dass die Lehrerin gesagt hat, du bitte geh auf der alles nur nicht singen. Ja. Wie war das bei dir? Wie hat sich das entwickelt? Ja, das ist, ich bin als Kind, als Bub, kleiner Bub da, davon rausgegangen bei der Haustür und habe mich vorne hingestellt und habe gesungen. Und dann haben sie gefragt, ja, was singst du da? Ja, Himmellehrer. Keine Ahnung, welche Melodie und was für eine Wörter, aber es waren einfach Himmellehrer. Und dann in der Schule, das Singen war mir das Liebste, weil da habe ich mich leicht getan. Alles andere war schwierig, Deutsch und Rechnen und Ansage schreiben, oh, das war sehr schwierig für mich, Aufsatz hat leichter getan. Aber Singen, das war lustig, weil da habe ich mich leicht getan. Du hast mir zuerst gerade gesagt, letztes Jahr habt ihr ein schwieriges Jahr gehabt, da hat dir das Singen auch sehr, sehr geholfen. Was war denn da? Ja, da war eben unsere Enkeltochter war sehr krank. Und wir sind dann aus diesem schmerzhaften Körper rausgehen dürfen. Und einen Tag drauf habe ich so lernen müssen, habe ich so geschrien. Und nach diesem Trauerritual,
nach diesem Röhren, die Sachen sind runtergekommen. Dann habe ich eine Idee gehabt und da habe ich dann einen Text geschrieben. Und vielleicht singe ich das dann zum Schluss, weil wir jetzt dann fertig sind, dass ich die letzte Strophe dann singe. Die ist gestorben, die Sonja letztes Jahr. Sonja, gell? Ja, da genau. Die Singer ganz, ganz viel geholfen. Die haben mir viel weitergeholfen. Ja. Ich habe geschrien, einfach, was mir eingefallen ist, und so lange bist, kannst du schreien, egal irgendwo, na scheiße, und das befreit den Körper oder so. Das war so gut. Gell? Und eine Info hast du mir auch noch gegeben, die hat mich extrem berührt: Martin Luther King, Salzburgerin in Salzburg. Was hast du da vor? Martin Luther King. Das ist das Chor-Musical. Vor 50 Jahren, also 1968 mal war das, ist der Martin Luther King ermordet worden. Und er hat eine Idee gehabt, eine Vision. Und da sind dann so viele schöne Lieder entstanden draus. Und in Essen haben wir 2018, glaube ich, dieses Chor-Musical aufgeführt. Und in Salzburg eine Sängerin auch, die was halt das leitet. Und da sind wir dann 1000 Sänger. Und 250 Kinder und 5.000, 6.000 Zuschauer in der Salzburg Arena. Wir wollten das schon aufführen, haben auch lange geprobt schon, aber durch Corona hat sich das wieder verschoben. Ob es heuer ist, weiß man nicht, aber nächstes Jahr ist dann sicher. Und das ist so ein Gefühl, wenn so viele Leute da dabei sind und das lernen und du, also, und auch so schöne Lieder sind da dabei, Lieder, was man von früher daher erkennt. Und das ist einfach, weil der Martin Luther hat ja eine Idee gehabt, eine Vision, einen Traum. Und meine Idee, meine Vision ist jetzt, das ist mir seit ein halbes Jahr oder was, probiere das jetzt, jeden Menschen, den was ich sehe oder was ich telefoniere, dass der mit einem Lächeln telefonieren aufhört oder ein Lächeln von mir davon geht. Und jetzt ist schon inzwischen so, und mit dir selber ein Lachen, die mir schon an. Weil sie wissen, oder beim Telefon, die lachen schon, wenn sie meine Stimme hören. Ja, schön. Ja? Wir haben ja Zeiten, wo es immer mehr um Trennung geht, Ernst, wir haben Existenzängste. Also wir sind in einer schwierigen Situation und da schauen wir auch, wo sind die Hebel. Und da ist ein Singer für die Gesamtgesellschaft sicher ganz was Bereicherndes, oder? Ist so viel wert. Ich bin auch früher einmal bei einem Chor dabei gewesen und diese Gemeinschaft, das Lernen, und wenn das dann doch so schön klingt, bei einer Gruppe musst du ja nicht so perfekt singen können. Ja. Und selbst nicht so gut kannst, musst du ein bisschen leiser singen. Ja. Ja, das ist so da toll. Und die alten Leute sind ja noch mehr isoliert. Ja, das ist, da haben wir, also mein Schwiegervater, der Papa von der Frau, ist seit 6 Jahren, glaube ich, im Seniorenheim in Hüttau. Und da habe ich dann die Idee gehabt, singen wir mal. Da haben wir eine Pflegerin, die das organisiert. Einmal oder ein Vierteljahr haben wir das gemacht, man soll es ja öfter machen. Dann sind da 20, 30 Leute beieinander und eine Gitarrespielerin habe ich, weil Gitarrespielen habe ich schon mal gelernt, aber das ist natürlich nicht so schwer, meine Finger sind ein bisschen nicht so beweglich. Und da ist es so schön, wenn wir singen, da singen wir dann Lieder, was die in der Jugendzeit gesungen haben. Und da habe ich jetzt ein Lied, fällt mir jetzt gar ein. Das war so bewegend und berührend. Da haben wir dann gesungen. Was schlägt denn da drum auf dem Donnerbaum, Donnerbaum? Was höre ich die ganze Nacht schreien? Und da ist dann in der dritten Strophe oder in der vierten, da heißt es, aber dir, nein, wo hast denn dein Liegestott, Liegestott? Aber dir, nein, wo hast denn dein Bett? Da haben sie mitgesungen und zum Teil rehren angefangen. Diese 80-, 90-Jährigen, die zum Teil dement sind. Aber da haben sie sich erinnert, jeder Mensch war einmal verliebt. Und da erinnert sie sich dran. Gell? Und das ist so wichtig, das dauert immer von 3 bis 4, bei mir dort sind, letztes Jahr gar nicht. Und bald es wieder möglich ist, werden wir das öfter machen, weil das einfach so schön ist. Und wenn die Gerlinde oder ihre Schwester beim Papa sind, dann rufen sie mal an, ich darf nicht hin jetzt. Zur zweit, dann singen wir 2, 3, 4 Lieder. Aber auf alle Fälle, mit dem Singen bewegt man. Ja. Jetzt haben wir noch eine Idee als bewusst gemeinsam leben, als Frage an dich.
dass wir Österreich an einem Tag zum Singen und Klingen bringen, dass vielleicht ein paar hunderttausend Leute in Österreich singen zu einer gewissen Zeit, an einem gewissen Tag, das muss ich auch positiv bewegen. Ja, das löst viel aus. Für jeden Einzelnen, für sich selber schon. Und du selber für dich singst und dann in der Gruppe, und du weißt, es singen hunderte, tausende oder was weiß ich, von 8 bis 9, singen wir einfach. So wurscht, du musst dann gar, was dir halt einfällt. Genau. Ich sitze jetzt öfter in der Küche hinten, da bin ich allein, da habe ich meine Lieder da, da singe ich 5, 6 Lieder einfach voll durch. Es muss ja nicht so schön klingen, wenn es da. Einfach trauen einfach, tun und es wird ja auch besser. Es ist ja alles im Thema Übung. Genau. Und jetzt zu dem Tag nochmal. Ich habe mit einem leitenden Musikanten gesprochen. 140.000 Leute in Österreich gibt es, die bei einer Blasmusikkapelle sind. Also das ist eine große Menge und da ist jetzt alles stillgestellt. Ja, da ist genau. Weg und da können wir sicher ganz, ganz viel bewegen. Hans, jetzt vielleicht abschließend noch. Für die Sonne hast du dein eigenes Lied auch gedichtet. Ja. Magst du uns da vielleicht noch eine Strophe singen daraus? Ja. Eben, wie ich gesagt habe, da war ich oben in der Tent bei uns oben und da habe ich so gekräht und geschrien. Und nachher habe ich die, nach dieser Phase, das war so eine Erleichterung nach den Rehren. Und dann habe ich eben das, habe ich schon einen Zettel mitgehabt und da habe ich dann geschrieben. Und warte jetzt mal schauen, dass ich die dritte Strophe ja richtig erwische. Wer das ganze Lied hören möchte oder die Text und Noten braucht, kann selber mir melden oder beim Georg, kriegt ja jeder zur Abschiednahme von einem Menschen, ist das einfach so ein tolles Gefühl. Und da habe ich dann eben das Lied aufgeschrieben und ein bisschen gelernt. Die Melodie habe ich schon im Kopf gehabt. Und jetzt singe ich eben die dritte Strophe. Die singe ich jetzt oft, weil das fast ein Jahr her ist und da ist doch eine gewisse Trauer schon aufgearbeitet. Ganz wichtig, die Trauerarbeit machen, aufarbeiten mit sich selbst in der Gruppe, reden drüber und singen drüber. Das ist auch berührend, Hans, weil wir reden zwar, Geburt ist was Wunderschönes, aber der Tod gehört auch dazu. Und ich finde es wirklich sehr, sehr schön, dass ihr da und du auch da so tief reingeht und wirklich auch die Gefühle zulässt. Ja, genau. Das Lied, was ich eben damals geschrieben habe, am 31. März, da sind jetzt die dritte Strophen. Darum lebt ihr noch fröhlich weiter, denn die Jahre vergehen so schnell. Und vergesst nicht, das Größte ist die Liebe, alles andere kommt dann von selbst. Denn bei mir, da gibt es nur die Liebe und das Glück, das ist jetzt riesengroß. Drum freut euch mit mir, ihr Lieben, und ich danke euch, lasst mich einfach los. Drum freut euch mit mir, ihr Lieben, und ich danke euch, lasst mich einfach los. Tut so gut.